Was brauchen wir, um mit MBO, Management by Objectives, führen zu können? Wir brauchen, ja? Ja, natürlich, klar. Das ist aber mehr jetzt die Technik. Lass uns das eine Ebene höher aufhängen. Klare Unternehmensoberziele. Wir brauchen klare Unternehmensoberziele. Es ist vielleicht ein ganz gutes Bild, wenn man ein Unternehmen vergleicht mit einem Schiff, mehr oder weniger großem Schiff auf dem Meer. Dann hat dieses Schiff hoffentlich einen klaren Kurs. Das sind die klaren Unternehmensoberziele. Und die ganzen Menschen, die auf diesem Schiff arbeiten, die Heizer, die Kellner, die Menschen, die sauber machen, das Küchenpersonal und. Viele, viele Menschen definieren jetzt ihre Unterziele, aber natürlich nur in Unterordnung bezogen auf den generellen Kurs des Schiffes. Ja, man muss schon wissen, wohin das Ding unterwegs ist, um vernünftige Unterziele definieren zu können. Also das braucht es schon. Irgendwo eine klare Ansage, wo wollen wir denn in 5 Jahren sein? Ja, so etwas wie eine Vision. Klare Unternehmensoberziele. Dann Einwirkungsmöglichkeiten. Einwirkungsmöglichkeiten. Wenn ich nun in einem Zielvereinbarungsgespräch am Anfang des Quartals oder am Anfang des Geschäftsjahres ein Ziel mit meinem Vorgesetzten vereinbare, dann muss ich auch die Hebel ziehen dürfen, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Ich muss einwirken können. Das heißt, ich muss die Ressourcen auch zur Verfügung haben, um das Ziel erreichen zu können. Das ist gemeint. Ja? Einwirkungsmöglichkeiten, Ressourcen muss ich zur Verfügung haben. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Wenn Ziele vereinbart werden sollen, dann muss der Mitarbeiter so weit selbstständig denken können, dass er dadurch nicht überfordert ist. Ja, setzt also einen gewissen Entwicklungsgrad beim Mitarbeiter voraus, dass er nicht völlig überfordert ist, wenn es am Anfang des Jahres heißt, so Zielvereinbarungsgespräch, was haben Sie sich denn so überlegt? Der Mitarbeiter sagt, ich bin das nicht gewohnt. Ich bekomme die Dinge vorgegeben und mache die dann. Ja, also diese Selbstständigkeit und Eigenverantwortung braucht es schon. Dann braucht es ein gutes Controlling. Ein gutes Controlling, ein gutes Steuerungssystem. Denn wenn man sich am Anfang des Jahres, wir werden das gleich noch genau durchspielen, am Anfang des Jahres zusammenfindet zum Zielvereinbarungsgespräch, und dann am Ende des Quartals oder halben Jahres oder des ganzen Jahres, je nachdem, schaut, sind denn die Ziele erreicht worden, dann nützt es ja nichts, wenn man 2 Tage vor Terminende feststellt, wir haben die Ziele nicht erreicht. Sondern das ist ja eine Frage von kontinuierlichen Maßnahmen und Messung der Ergebnisse. Und es ist dann auch eine Aufgabe der Betreuung. Ja, der Vorgesetzte, der in dem Fall eher Teamleiter heißt oder Gruppenleiter, betreut ja den Mitarbeiter auch und hilft ihm, wo er kann, um das Ziel zu erreichen. Dafür brauchen wir aber ein Steuerungssystem. Das heißt, wir müssen wissen, welche Aktionen wir tätigen müssen und wir müssen wissen, was diese Aktionen uns bringen. Und das ist gemeint. Ja, ein gutes Informations- und Controlling-System, das uns zeigt, ich bin im Zielerreichungskorridor. Ich bin im Korridor. Und wenn ich nicht in diesem Zielerreichungskorridor bin, dann muss ich eventuell meine Maßnahmen intensivieren, quantitativ, oder andere Maßnahmen wählen. Und das wird während des Zeitraums, um den es geht, oder sollte während des Zeitraums, um den es geht, steuerbar sein. Man muss die Informationen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss.
Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.